Bauer Krause kommt mit dem Traktor. Guten Morgen, ich bin aufgestanden, noch ein bisschen zerknittert und zeige euch mal die Umgebung hier. Es ist ja schon dunkel, da konnte ich nichts mehr zeigen. Ich stehe hier direkt am Canal de Colmar. Hab ein schönes Plätzchen. Gestern Abend waren noch ein paar mehr hier, aber die haben wahrscheinlich nur sich den Abend hier vergnügt. Jetzt geht's aber weiter. Ich will endlich mal den Rheinfall von Schaffhausen besuchen. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitronen-Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut. Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. So, ich bin in Schaffhausen, habe jetzt noch 800 Meter zu wandern, denn ich habe einen Parkplatz gefunden, der kostenlos ist. Wer den auch gern nutzen möchte, der kann mir gern schreiben. E-Mail-Adresse findet da auf meiner Webseite oder über Direktnachricht bei Instagram oder Facebook. Ja, jetzt wandere ich die 800 Meter zum Rheinfall und dann schauen wir mal. 1000 Mal vorbeigefahren, nie Zeit gehabt, aber endlich habe ich mir die Zeit genommen. Und schaut mal, der Weg ist auch richtig angenehm. Ich habe eine Abkürzung genommen. Sieht doch aus wie ein Weg, oder? Ich glaube, ich komme hier in so einen Kletterpark an. Ja. Ich glaube, jetzt habe ich mich ein bisschen verirrt hier im Wald. Das Krasse ist, ich höre ihn schon, aber ich finde keinen Weg in diese Richtung. Jetzt ist hier so ein Grillplatz. Hört ihr das Wasser rauschen? Mal gucken, ob wir schon drauf sehen können. Da ist es, aber hier kann ich nicht runter. Hier können wir schon mal einen kleinen Blick erhaschen. Der Weg war ein Reinfall, musste jetzt umkehren, aber darum der Titel, Reinfall am Reinfall. Ich glaube, ich habe den Ausgang gefunden. Das Problem ist nur, ich komme jetzt von hinten durch den Kletterpark und gehe durch die Eingangstür sozusagen raus. Da kann ich aber nicht zurück, da muss ich Eintritt zahlen. We will see. Ich hab's! Willkommen auf Rheinfall! Da gibt es die Tickets fürs Boot, falls du Boot fahren willst. Viele, viele Menschen. Kann mir einer mal die Frage beantworten, gerne auch in den Kommentaren. Warum ist das Wasser hier so klar? Und wenn ich nach Köln fahre, dann nicht mehr. Thank you.
So, ich bin wieder los. Das war mir jetzt zu voll. Viele Menschen. Viele wissen nicht, weil sie aus anderen Ländern kommen, dass man in Deutschland rechts läuft. Bah! Bevor ich da einen hohen Puls bekomme, hau ich lieber ab. Und schaut mal. Ich fand's witzig. Nicht, weil es mit der Location in Verbindung gebracht wird, sondern ja, wenn man es auf die Schnelle liest, steht da halt Rheinfall. Ja. So, und jetzt schaue ich mal, ob ich den Weg durch den Kletterpark wieder nehmen kann. Ich hoffe, ich finde den. Ich habe mir im WLAN da unten nämlich schon die Route nach Österreich eingespeichert. Übrigens auch gleich in der Nähe ist ein Parkplatz weiter nach dem Rheinfall. Der Kletterpark, aber ihr seht, es ist gut besucht. Viele Menschen hier, jedenfalls heute in den Sommerferien, in den deutschen Sommerferien. Heute ist Donnerstag. So, das war's schon wieder. Raus aus der Schweiz. Da steht Benna. Und jetzt bin ich in Dornbirn. Ja, schön. Also nichts Besonderes, aber ist okay. Schön. So, das ist mein Parkplatz für die Nacht. Da ist ein Fluss. Ich weiß nicht, wie er heißt. Und Wetter steht hier. Hier sind noch so Restaurants und so. Und hier darf man über Nacht kostenlos parken. Morgen kostet ein Tagesticket 5 Euro. Und dann kann man auch hier gleich loswandern in die Rappenlochschlucht. Und das ist mein Ziel morgen. Erinnert mich tatsächlich so ein kleines bisschen an Slowenien letztes Jahr. Guten Morgen. Es ist echt frisch hier in Österreich. Meine Stimme versagt, weil von 52 Grad auf, ich weiß nicht, 15 ist der Temperaturunterschied relativ krass. Und aber die Sonne scheint hier vorzukommen. Ich stehe hier an einem Bach, Fluss, keine Ahnung. Und ja, jetzt will ich erstmal frühstücken und später will ich hier durch eine Schlucht wandern.